Ja, hallo, spreche ich hier mit Charlie? Ja. Ja, grüß Gott, Jens Großpreis hier, European Song Contest Düsseldorf. Charlie, Sie sind 18. Sie wissen schon, dass Sie beim Song Contest 19 sein müssen. Ich würde gerne. Hallo. Hallo. Charlie war wirklich eine der wenigen Personen, die vor 14 Tagen beim Callboy nicht reingefallen sind. Stimmt. Stimmt. Charlie, du willst zum Song Contest? Du willst Österreich, eine ganze Nation, dort vertreten? Dann würde ich sagen, du stellst dir mal kurz selber vor. Bitte, da ist die Kamera, deine Kamera. Bitte, Charlie, stell dich vor. Hallo, ich bin's Charlie, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus der Steiermark, genau genommen aus Kirchberg an der Raab. Kirchberg an der Raab? Ja. Das geht ja noch. Stefan an der Raab wäre blöd. Gut, dein Song heißt Good to be Bad. Was heißt das? Ja, ich bin der Meinung, man kann manchmal auch ein bisschen bad sein. Ja, das ist richtig. Das schadet nie. Na, das verbindet ja uns eigentlich genau. Auch. Gell? Apropos, kriege ich noch eine zweite Chance nach der Callboy-Niederlage, bitte. Okay, gerne. Du kriegst noch eine Chance. Gut, Professor Kaiser hier, Prüfung. Na, folgende Frage. Welches Land hat am öftersten den Song Contest gewonnen? Algerien oder die Mongolei? Du bist gut, du bist gut. Ja, das ist der Eurovision Song Contest, also keins von beiden, oder? Ja. Yeah. Gut, schau, ich darf hier parteiisch sein, deswegen, liebe Zuseher, voten für Charlie. Sie hat den besten Song, die beste Stimme und ich bin überzeugt, du gewinnst. Und weil es dann um deine Person nie wieder so ruhig sein wird wie jetzt eben, würde ich sagen, wir machen jetzt zum Abschluss noch einmal eine 10-sekündige Schweigeminute. Nach andächtigem Schweigen wird jetzt laut Girly Pop für Düsseldorf mit der Startnummer 07, Charlie. Treat of you, but you don't grasp it.
Ja, da freut sich die Michelle. Die Schwester, glaube ich, ist sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Schwester von Charlie. Die Telefonnummer 09010 5909 und dann die 07 für Charlie. Wenn alle performt haben, dann können sie anrufen, um Charlie nach Düsseldorf zu schicken. Charlie, du strahlst, du bist zufrieden, aber du wirkst noch ein bisschen zittrig, ehrlich gesagt. Tja, es war so ein Adrenalinkick. Boah, ich zittere noch immer innerlich. Aber du hättest alle Voraussetzungen, uns zu vertreten. Du bist schon 16. Ja. Du willst nur für ein Land antreten? Du hast dich sonst nirgendwo beworben? Nein. Das ist gut. Es dürfen keine Tiere auf der Bühne sein. Naja, obwohl ein bisschen Viecher habt ihr mit dabei. So, was ich mir da. Ich dachte zuerst, Tony Vegas tanzt, aber nein, nein. Wie heißt du? Kenny. Kenny, du kommst aus? Aus Berlin. Aus Berlin. Bist du Deutscher? Ich bin amerikanisch-deutsch. Okay, aber dann kannst du jetzt zugeben, dass ihr gegen unseren österreichischen Beitrag, egal welcher das sein wird, keine Chance haben werdet. Ja, deswegen bin ich ja da. Ah, schlau mitgedacht. Dann besser noch schnell ins österreichische Boot springen. Warum willst du zum Song Contest? Weil ich finde, der Song ist einfach ein Ohrwurm und man kann richtig dazu abgehen. Und ich möchte unbedingt zum Song Contest fahren für Österreich. Also bitte wählt die 07. Ich glaube, diesen Augen kann man eigentlich keinen Wunsch abschlagen, aber ich entscheide das heute Abend ja nicht, sondern das tun ganz alleine Sie zu Hause. Charlie.